Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wagen, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für Juli 2024. Für alle, die die Waage als Standzeichen im Mond, Venus oder Aszendent haben. Und ihr seht schon, hier hat sich was verändert. Ich habe ja öfter mal das Feedback erhalten, dass es bei mir immer nur um die Liebe gehen würde. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere mal was Neues für euch. Und zwar drei Themenbereiche. Wir schauen einmal auf das Thema Liebe, Freundschaften, Familie, Verbindungen mit dem Herz. Wir schauen mit dem Anker auf den Bereich Beruf, Berufung, Arbeit und wir schauen mit dem Sternen, schauen wir auf die spirituelle Seelenbotschaft für euch und natürlich gibt es ein Krafttier und eine Rune für euch dazu. Schreibt mir gerne am Ende der Legung in die Kommentare, welche Variante euch besser gefällt, ob diese hier oder die altbewährte. So. Wie immer, es ist eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist wie immer mit dabei und wir haben das Krafttier-Orakel, das Mystical-Tarot, das Gilded Reverie Lenormand und natürlich die Faul-Runen am Start. Und schon geht's los. Cheers, meine Lieben. So, wir schauen erstmal, welche Energien für jeden Bereich so im Feld sind. Ich lege alle Karten aus und dann gehe ich für euch in die Deutung. Für die Wagen für Juli. Was haben wir denn für Energien im Bereich Liebe, Freundschaft, Familie, Verbindungen für euch im Feld? Für die Wagen. Welche Energie, 1 bis 2 Karten, ist da im Feld? Da haben wir es schon. Die 9 der Stäbe. So. Beruf, Berufung, Arbeit. Welche Energie ist im Juli da im Feld? Die 2 der Schwerter. Und die spirituelle Seelenbotschaft. Was haben wir da für die Wagen für eine Energie im Feld? 1 bis 2 Karten bitte. Dankeschön. Das Ass der Münzen. Jackpot, liebe Wagen. So, und dann geht's weiter und wir ergänzen jeden Bereich noch mit 4 Lenormand-Karten und dann gehe ich für euch in die Deutung. So, was haben wir denn im Bereich Liebe, Familie, Freundschaft für die Wagen für Juli? 4 Karten bitte von Lenormand. 2, 3 und eine noch. Okay, 2. Also, wir haben das Kind und das Haus, wir haben den Mond, die Lupe und als Zusatzbotschaft noch den Herrn. Ihr wisst, wenn der Herr fällt, ist immer ein euch wichtiger Mensch damit gemeint, ja, ein Gegenüber, auf das ihr schaut. Ihr seid immer durch die Dame repräsentiert, egal ob ihr männlich oder weiblich seid, aber auch hier Rollen können vertauscht sein. Der Bereich Beruf, Berufung, Arbeit. Was haben wir denn da für die Wagen, für eine Energie im Juli im Feld? Das Buch habe ich schon gesehen. So. Da haben wir schon alle. Wir haben das Buch und die Dame. Da seid also ihr gefallen. Der Klee und die Sense. So, und jetzt die spirituelle Botschaft, die Seelenbotschaft. Es ist sehr interessant, der Hund fällt sehr häufig in den Monatslegungen auf den Aspekt seelische Botschaft. Wir haben auch bei euch den Hund. So, dann haben wir den Kompass, das Schiff, eine, danke, und den Irrgarten. Und verdeckte Energie seid ihr selbst, die Dame. So, schon geht's los, liebe Wagen. Was haben wir denn? Also, wir sehen im familiären Bereich 9 der Stäbe. Ist eine vergangenheitsorientierte Karte. Also, da liegen einige Kämpfe und Schlachten hinter euch mit den 9 der Stäben. Und wir sehen aber auch, dass ihr wieder hier auf
den Beinen seid. Ne? Das ist auch so die Energie ein bisschen von den Stehaufmännchen. Die 9. Stäbe sagt, ja, man hat hier Schlachten geschlagen, man hat hier auch Beulen in der Rüstung, aber man hat sich wieder selbst auf die Beine gestellt. Die 9. Stäbe kann jetzt aber auch so ein Hinweis sein, denn sie lehrt uns ja auch immer, was Familie und Freundschaften und die Liebe angeht, so ein bisschen das Thema Grenzen. Also wo sind deine gesunden Grenzen? Wo sind die Grenzen der anderen? Und wir sehen hier auch, sie hat sich hier so in ihrem Rücken einen kleinen Schutzwall gebildet. Also es kann wirklich sein, liebe Waage, dass du dich von etwas aus der Vergangenheit jetzt abgegrenzt hast, auch ein Stück weit, ja, und sagst, okay, die Schlachten der Vergangenheit, die liegen nun hinter mir, ich möchte jetzt hier meine Grenzen wahren. Und hier bist du auch so ein bisschen sehr achtsam vielleicht gerade. Also Stichwort Verteidigungshaltung kann hier vielleicht gerade, was persönlicher Bereich angeht, so ein bisschen ein Thema sein, wo du einfach sehr auf deine Grenzen, auf deinen gesunden Schutz hier achtest. Das kann hier im Juli ein Aspekt sein, der dich sehr beschäftigt. Wir sehen, dass du, dass es vielleicht wirklich mit dem Kind und dem Haus hier vielleicht darum geht, auch wieder in kleinen Schritten Stabilität zu finden. Das Kind steht für Neuanfänge, aber es kann auch sprichwörtlich um ein Kind gehen. Also wenn du Kinder hast, können diese Bürden der Vergangenheit vielleicht auch mit einem Kind zusammenhängen, ja, dem du hier einfach wieder eine gewisse Sicherheit, eine Stabilität geben willst. Oder es geht eben wirklich für dich um die Stabilität in deinem Zuhause, wo du in kleinen Schritten hier wieder dich sicher und geborgen fühlen willst, ja, nach den Turbulenzen der Vergangenheit. Du bist hier sehr achtsam. Mit dem Mond und den Lupen bist du speziell in den Abendstunden im Juli vielleicht so unterwegs, dass du auf die Kleinigkeiten achtest, dass du nochmal reflektierst. Was ist heute gut gelaufen? Gerade wenn es jetzt hier, wenn ich alle 4 Karten hier zusammennehme, ja, vielleicht hast du auch wirklich ein Kind, das hier ein bisschen mit emotionalen Problemen zu kämpfen hat, mit dem Mond. Ja, wo hier wirklich, da kann Liebeskummer am Start sein, da kann schlaflose Nächte am Start sein. Also das ist mit dem Mond, ist natürlich der Hinweis auf die Nacht. Und vielleicht hast du hier wirklich ein Kind, um das du dich hier so ein bisschen sorgst und wo du auch wirklich auf kleinste Veränderungen achtest, ja. Es kann aber auch, wie gesagt, sein, dass du, wenn das jetzt nicht für ein Kind für dich resoniert, dass es hier wirklich darum geht, in kleinen Schritten nach den Schlachten der Vergangenheit hier deine Stabilität wieder zu erreichen. Und hier bist du eben mit dem Mond und den Lupen, achtest du wirklich auf die kleinsten Zeichen, Träume, Signale, Hinweise, wie fühlt sich das an, bist du hier auf Erfolgskurs, ja, und da beziehst du auch, wenn du hier in einer Verbindung bist, natürlich deinen Partner mit ein, ja, ob auch er diese Achtsamkeit, was diese Neuausrichtung und diese neue Stabilität, die hier wieder erreicht werden soll, angeht. Ja, da ist man sehr achtsam darauf und es geht auch darum eben, weil es als letzte Zusatzkarte hier kam, um eine achtsame, gefühlvolle Handlungsweise. Aber eben nicht untätig sein, sondern eine gefühlvolle Handlungsweise. Beruflich sehen wir dich, liebe Waage, im Oktober so ein bisschen im Zweifel. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, dir fehlt hier eine Information. Vielleicht stehst du auch wirklich zwischen zwei Optionen. Hast vielleicht zwei Arbeitsangebote vorliegen, wo du nicht genau weißt, wie soll ich mich denn entscheiden? Das ist so ein bisschen, die 2 der Schwerter ist immer der Hinweis auf Zweifel. Und es ist der Hinweis, dass man das Gefühl hat, es fehlt einem noch ein entscheidendes Puzzlestück. Und wir sehen hier, ich muss wieder mal ein Bikini basteln. So. Wir sehen hier die Dame und das Buch. Und in dieser Kombination, wie ich das hier liegen habe, liebe Waage, kann es sein, dass du hier im Zweifel bist, weil du zu sehr nach außen schaust. Diese Dame hier, die blickt aus dem Fenster. Diese Dame hat zwar ihr Herz geöffnet, ja, die will auf ihr Herz hören, aber wir sehen hier, was in ihrem Innern ist, das Buch,
ja, das Wissen, dieses fehlende Puzzleteil, das du hier nicht siehst, das kann sein, dass es dir verborgen bleibt, weil du ja hier eine Augenbinde trägst. Du siehst es nicht, weil du eben vielleicht mit deinem Fokus zu sehr im Juli im Außen abgelenkt bist oder dich ablenken lässt und dadurch verpasst du, bei dir selbst hinzuschauen. Also der Tipp hier kann wirklich für dich sein, liebe Waage, schau hin, auch wenn hier draußen eine Menge passiert, ja, aber du solltest auch nicht versäumen, in deinem Buch des Lebens zu studieren, damit du hier aus dieser Zweifel- und entscheidungslosen Energie hier vielleicht rauskommst. Das war ja auch dein Zwischenimpuls, liebe Waage, wo dieses Thema so zwei Seelen, ach, in deiner Brust und vielleicht wirkt es hier im Juli auch immer noch nach. Also hier ist der Tipp für dich enthalten, schau bitte für dich selbst, das Wissen liegt in dir, es liegt nicht da draußen und dein Fokus ist sehr nach außen gelenkt, so wie ich das hier liegen habe, einfach von der Bildsprache her. Ja, ist der Hinweis, schau bei dir selbst hin. Und dann werden wir sehen, dass du plötzlich und unerwartet das Glück ernten kannst. Wir haben den Klee und die Sense, aber die Sense schlägt nicht das Glück weg, sondern sie liegt mit der abweisenden Seite zum Klee und das heißt für mich, du kannst hier wirklich dein Glück beim Schopfe packen, ja, und das relativ plötzlich und unerwartet, ja, weil das Glück liegt darin, schau, das Buch liegt über dem Klee. Ja, wenn du so quasi in dich selbst hineinhorchst, die Antwort liegt vielleicht schon in deiner Lebensgeschichte verborgen. Du weißt innerlich vielleicht schon, was du willst. Ja? Und wenn du hier dieses Buch öffnest und ein neues Kapitel vielleicht auch aufschlägst, dann kannst du hier das Glück ernten. So, spirituelle Botschaft. Liebe Wagen, Checkpoint, meine Lieblingskarte, das Ass der Münzen. Also seelisch ist es wirklich so, ihr merkt, ihr steht an einer Art Scheideweg nach den persönlichen Schlachten im Herzensbereich Umfeld, ja, und den Zweifeln in der beruflichen Ebene sehen wir, dass euch die Portaldurchschreitung hier mit dem Ass der Münzen direkt vor die Füße fällt im Juli. Das Ass der Münzen sagt, ja, hier kommt eine neue Chance, die ist auch solide, die ist zukunftsträchtig, die ist erfolgversprechend, die ist langfristig und ja, da steckt auch viel Arbeit drin. Aber eben auch die Chance, diese Gelegenheit zu 10 Münzen werden zu lassen, indem man sich dafür engagiert, ja, und dann auch Erfolge einfangen kann. Also Ass der Münzen ist seelisch wirklich eine super Energie. Hier folgt eine Neuausrichtung und das sehe ich auch. Ihr werdet hier, denke ich, diesen Rat beherzigen und wirklich die Zweifel gerade im beruflichen Bereich für euch ausräumen können, weil ihr hinschaut in eure Lebensgeschichte und auch die seelische Botschaft sagt hier, richte dich aus auf Loyalität, Treue und nimm die Zügel in die Hand. Hund und Kompass sagt hier, ja, du wirst hier dich für Norden entscheiden. Ja, da steht eine gewisse Neuausrichtung für dich vielleicht auch an, liebe Waage, aber du bleibst dir hier selbst verbunden und das hat mit Werten wie Treue und Loyalität zu tun und du wirst hier die Leine ins Maul bzw. die Zügel in die Hand nehmen und eben dann auch diese Portaldurchschreitung erreichen. Wir sehen auch noch, dass es natürlich im Juli tendenziell, was mit dem Schiff über die Seele angezeigt ist und mit dem Irrgarten, das Gedankenkarussell. Wir sehen schon, dass du im Juli da vielleicht oftmals nachdenklich unterwegs bist, reflektierend. Und du wirst aber erkennen, je mehr du dir selbst treu bleibst mit dem Hund, ja, umso eher wirst du zu der Dame im Zentrum dieses Pavillons, die in sich ruht, die in ihrer Mitte ist und um sie herum können Turbulenzen sein, wie es will. Sie folgt ihrer Seelenreise mit dem Schiff. Also eine sehr coole Energie, auch wenn natürlich die ein oder anderen Herausforderungen hier noch im Feld sind. Verdeckte Energie. Wir haben den König der Kelche. Habe ich es richtig? Nein, wir haben den Wagen, Entschuldigung. Wir haben den König der Kelche und den Wagen. Siehst du wohl, sage ich doch. Also, der König der Kelche, das ist der gefühlvolle König. Das ist der König, der sehr tief fühlt, aber nicht unbedingt darüber spricht. Aber
Er wird oftmals auch von den Triggern der Vergangenheit noch geprägt. Und dasselbe haben wir beim Wagen. Der Wagen hat auch diese Botschaft, ja, es ist die schnellste Karte im Tarot. Hier geht es wirklich, wirklich voran. Aber du kannst diesen Wagen, diese wilden Pferde, die kannst du nur zielstrebig führen auf deinem Wagen, liebe Waage, wenn du die Trigger der Vergangenheit hinter dir lässt. Also gefühlvolles Handeln aus dem Herzen ist durchaus angesagt bei dir. Das haben wir auch mit dem König der Kelche hier angezeigt. Ja, aber es geht eben darum, die Veränderungen nicht zu blockieren, weil du vielleicht dich hier schützen willst mit den Neun der Stäben noch, ja, oder beruflich, weil du im Zweifel bist, sondern es geht hier, dir selbst treu zu bleiben, deine Ziele im Blick zu haben, ja, und dich bewusst zu entscheiden, welchen Weg du beschreiten willst. Spannend. Jetzt schauen wir mal. Welches Krafttier begleitet die Wagen im Juli? Welches Krafttier begleitet die Wagen im Juli? Ups, das ist ein ganzer Zoo. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich hätte es gern auf den Punkt. So, welches Krafttier begleitet die Wagen im Juli? Also, da haben wir zwei. Wir haben den Büffel und das Bison, Überfluss, Beständigkeit. Sei dir treu, bleibe beharrlich und ausdauernd auf deine Vision ausgerichtet. Ja, diese Vision wirst du spätestens mit dem Ast der Münzen hier als seelische Botschaft, als Seelenenergie hier erreichen. Also bleibe dran. Falke, Schnelligkeit, schärfe deine Sinne, erweitere deinen Blick, beziehe die spirituelle Ebene in deine Angelegenheiten mit ein. Ja, habe ich gerade schon in der Legung gesagt. Ja, also bleib hier dran, liebe Waage, du hast hier wirklich dich wieder auf die Füße gestellt, du hast eine Menge Stehaufmännchen-Energie bewiesen. Es gibt keinen Grund zu zweifeln, weil tief in dir drin, wenn du hineinschaust, weißt du genau, wo es hingehen soll. Und wenn du aus deinem Herzen handelst, König der Kelche, geht's hier richtig, richtig voran. Da bestätigt der Falke mit der Schnelligkeit den Wagen. Ja, also bleib hier Herrin der Lage und lass dich nicht zu sehr vom Außen ablenken. So, welche Rune begleitet die Wagen? Was haben wir da? Ha, Wunjo. Auf geht's Richtung Wunscherfüllung, liebe Wagen. Die Wunjo ist die Wunscherfüllung und die Wunjo sagt, alles ist gut, alles wird gut. Also bleibe hier fokussiert, werde dir bewusst, wo soll dein Zielfähnchen stecken, wo willst du hin? Der Falke hilft dir hier, deine Sinne zu schärfen und deinen Blick zu erweitern. Und dann auch wirklich mit dem Ast der Münzen diese neue Etappe des Erfolgs der Portaldurchschreitung anzugehen und hier wirklich deinem Herzensweg zu folgen. Sehr cool. Ja, liebe Wagen, das war eure Legung für den Juli. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare, auch wie euch diese Variante gefallen hat oder ob ihr lieber die altbewährte zurückhaben möchtet. Ja, ich wünsche euch einen zauberhaften Monat. Sag ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.